Oha, Leute, wir sind schon wieder zu faul, uns Oats zu kochen, deswegen essen wir jetzt noch ein paar Eier. Wir haben uns nämlich noch ein 12er-Pack Eier gekauft gestern im IGA und haben uns die noch gekocht und gestern Abend schon ein paar Eier davon gegessen und heute essen wir den Rest einfach zum Frühstück. Und da ist die Hardcore-Sonne, die uns heute Morgen schon gegrillt hat im Auto. Da ist ein bisschen blauer Himmel. Und da wird es richtig, richtig unheimlich dunkel. Aber egal, ich habe gestern noch mit einem Local geredet und der meinte halt, dass dieser Bloomfield Track befahrbar wäre, gut befahrbar wäre. Und das, was ich gelesen hätte, dass wenn es da nass ist, das dann so matschig wird und so, das wäre halt nicht so mal ein bisschen Schauer oder sowas, wie das gestern war, sondern das wäre halt in der Regenzeit, also im Sommer hier, wenn dann so einen halben Meter hoch das Wasser auf der Straße steht. Und gestern hat es ja nur ein bisschen getröpfelt, also wird da vielleicht minimal Schlamm sein, aber da fahren wir heute durch. Auf geht's! Was passiert? Was ist los? Alter, wir hätten gerade beinahe eine Kuh angefahren. Ich bin so am Zittern, ne? Ich mach dein Adrenalin. Wir fahren hier schön auf dieser Straße, die du mal filmen musst, weil die echt schön ist. Und auf einmal macht Annika und ich. Und dann steht da so eine Kuh am scheiß Straßenrand, so ein Stück vor unserem Auto. Boah, Leute, aus dem Nichts, aus dem Nichts. Aus dem Nichts kam die da aus dem Wald raus. Und dann, als wir halt auf ihrer Höhe waren, hat sie dann aber wieder umgedreht und ist wieder in den Wald reingerannt. Boah, ey. Boah, Leute, mein Herz, ne? So, wir machen einen ersten kleinen Zwischenstopp an den Bloomfield-Wasserfällen und hier wird gerade die Straße neu gemacht und man muss aufpassen, dass man nicht auf die Fresse fällt. Ja Leute, da ist er, der Bloomfield-Waterfall. Da unten, wo die gerade runterfahren, da kommen wir gerade her und weiter geht's hier den Berg hoch. Oh Leute, unsere erste Schwierigkeit, größere Schwierigkeit des Tages. Also, die Straße ist schon echt krass hier. Jetzt kommt da oben noch ein Auto, das vorbei will. Jetzt müssen wir dem erstmal Platz machen, weil hier hoch ist echt schon ein bisschen krass. Hier ist ein bisschen holperig, aber nur minimal. Und es regnet. Und scheiße, Leute, geht das hier steil runter. Man kann das gar nicht so richtig erkennen auf dem Video, ne? Aber wenn ihr jetzt mal nach links oder rechts filmen würdet, mein Schatz, dann hat man schon ungefähr eine Ahnung, wie steil das hier tatsächlich ist. Ja Leute, und wenn jetzt Regenzeit wäre, dann wäre hier Fluss. Oh.
Boah, voll die Aussicht hier und guck mal, das Meer ist so richtig krass hellblau, weil da überall Korallen sind. Das ist nämlich Great Barrier Reef. Puh, wir haben es geschafft. Wir sind durch diesen Four-Wheel Drive Teil durch. Wir sind jetzt hier quasi wieder im Daintree. Hier waren wir ja schon mal. Also wenn ihr den nochmal sehen wollt, dann müsst ihr euch das andere Video angucken. Weil wir können heute nicht nochmal rausgehen und den Daintree nochmal zu Fuß erkunden, obwohl wir so gerne eine Kokosnuss gehabt hätten. Es regnet einfach viel zu sehr. Das ist unser Problem. Wir haben keinen Bock hier im strömenden Regen durch den Urwald zu laufen, weil das macht keinen Bock. Und da wir es ja eigentlich schon gesehen haben, ja, ist nicht so schlimm. Unterwegs haben wir gerade noch einen Aussie getroffen. Der hat uns sein Rückfahrticket für die Fähre für einen Zehner verkauft. Normal kostet es, glaube ich, One-Way 14 Dollar. Und er hat aber beschlossen, dann halt nach oben zu fahren, durchzufahren und nicht wieder unten über die Fähre zurückzufahren. Hat es uns deswegen günstig abgedrückt. Ich hoffe, er hat uns nicht verarscht. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Fähre. Hier ist ja schon wieder alles Bitumen Road. Kein Ding, da rüber zu fahren. Aber stellenweise eben war schon ganz schön heftig, ey. Übelste Schlaglöcher. Die Berge richtig, richtig steil. Ja, so macht Four-Wheel-Drive-Fahren Spaß. Mitten durch den Daintree, durch den ältesten Regenwald der Welt. Und da ist der Strand. Guck mal Leute, hier ist unser Abendessen. Einen schönen Gockel und einen Huhn. Braudo, der Gockel und Annika. Der kräht nachts zum einen. That's cool. Ah, zum krönenden Abschluss des Tages haben wir noch mal so einen kleinen Walk hier vom Campingplatz hinein in den Wald zu so einem kleinen Fluss gemacht. Und jetzt chillen wir hier noch ein bisschen, dann gehen wir zurück und dann war es das auch schon wieder für heute. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen bei dieser crazy Four-Wheel-Drive-Action. Wenn ja, ich persönlich finde ja, die ist auf jeden Fall mal ein Däumchen nach oben wert. Schreibt